Nayail. Nayail ist ein Engel, der im Sufismus eine Rolle spielt. Der Sufi Abu Yazid beschreibt den Nayail. Abu, A-B-U, neues Wort, Y-A-Z-I-D. Abu Yazid war ein besonders wichtiger Sufi-Meister. Und Nayail ist einer der Engel, der insbesondere im vierten Himmel lebt oder den der Sufi Abu Yazid im vierten Himmel erlebt hat. Nayail, also derjenige, der getroffen wird auf der Auffahrt in dem Himmel. Nayail hat auch verschiedene andere Bedeutungen. Nayail gilt auch als der Engel, der einem hilft, weiter nach oben zu kommen. Nayail wird auch als der Engel des Testens, der Prüfungen angesehen. Nayail, also ein Engel, der hilft, weiter voranzuschreiten. Nayail ist im vierten Himmel. Vierter Himmel steht für das Herz. Das Herz kann sich zu Gott richten und zur uneigennützigen Liebe. Aber das Herz kann sich auch zusammenziehen oder kann zur egoistischen, beschränkenden, besitzergreifenden Liebe werden. Und so steht Nayail als Engel der Liebe, als Engel des Aufstiegs, der Engel der Prüfungen.